1500. Glücksradfolge aus Berlin und zum 1500. Mal aus der Hafische See, von den Hafischen See-Studios hier in Berlin. Wir stehen auf Berlin und wir schauen jetzt auf Berlin. Was Sie hier sehen, ist ein besonderes von einem unserer Sponsoren, der Brauerei Gilde aus Hannover. Genau, und wir, das gesamte Glücksrad-Team, wollen die Millionen Rätselfans zu Hause und die rund 200 Ratefüchse hier im Studio an der Hafische See aufs Allerherzlichste begrüßen. Willkommen! Das gesamte Glücksrad-Team, das sind wir! Danke, liebe Zuschauer hier im Studio. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Hause zur 1500. Ja, wer hätte das gedacht, dass wir uns nach fast 5 Jahren hier zum 1500. Mal wiedersehen. Ich habe das Glück, zufälligerweise, nachdem ich mich mit Patrick abwechsle, durch diese Sendung führen zu dürfen. Ich selbst habe ja nur 749 Sendungen gemacht, aber du hast schon 750. Ich habe schon auf 750 gebracht, aber ich kenne jemanden, der wird jetzt demnächst ihre 1499. Nee, Sendung. Also, ja, wer? Natürlich. Maren Gilzer. Tatsächlich. Und da muss ich mal was holen. Nicht nur der Applaus und dafür gibt es natürlich Blumen, sondern auch ein wunderschöner Blumenschaus für Maren. Wir wollen weitermachen, fröhlich, spontan, und es geht immer nur um die Preise bei uns. Und wie die Preise heute aussehen, verraten uns die beiden. Genau, das machen wir natürlich. Auf geht's. Gildefried ist nämlich ein richtiges Bier nach Pilsener Art gebraut, lädt sie ein herrliches Wochenende im Harz zu verbringen. Sie wohnen umgeben von historischen Fachwerkhäusern im Hotel Weißer Hirsch in Wenningerode, der bunten Stadt am Harz. Und sie gewinnen Gildefried, so viel sie tragen können. Gildefried sieht nicht nur aus wie ein richtiges Bier, riecht nicht nur wie ein richtiges Bier, schmeckt nicht nur wie ein richtiges Bier. Gildefried ist ein richtiges Bier, ne? Und außerdem ein isotonisches Getränk. Der Wert dieser Kurzreise für 2 Personen beträgt inklusive aller Fahrtkosten 1200 Mark. Schenken oder schenken lassen, das ist ja keine Frage, denn den Caprice Goldschmuck gibt es heute hier zu gewinnen. Ein Ensemble der Besonderheit, ein Collier aus Gelbgold mit Brillant und dazu passenden Ohrsteckern in wertvoller Verarbeitung und schönem Design. Für den Geschmack der zeitlosen Eleganz, das Set von Caprice hat einen Wert von 1200 Mark. Genau, und hier kommt unser absoluter Hauptpreis in der Bonusrunde, der sportliche, leistungsstarke und komfortable Beitrag aus dem Land der Sonne und der Strände, Spanien. Von dort kommt der europäische Automobilkonzern Seat mit dem Toledo GT 2.0i. Erster Beweis von Seat, den Ansprüchen der Autofahrer von heute und morgen gerecht zu werden, und er setzt Maßstäbe in Sachen Qualität. Denn der Toledo war schon von Anbeginn seiner Planung Ausdruck einer neuen Denkweise im Automobilbau. Ein Bekenntnis zu menschenwürdiger Technologie, zur Umwelt, zur Sicherheit und zum Komfort, zu spitzentechnologischer Qualität und zu richtungsweisendem Design. Der Seat Toledo GT 2.0 Injection inklusive Schiebedach, ABS, Leichtmetallfähigen und Sportsitzen und Benzin im Wert von 33.430 Mark. Aber auch heute haben wir wieder eine Gesamtsumme. Sie hat einen Wert von 80.600 Mark. Und zu diesen 80.000 Mark kommt natürlich noch die Summe hinzu, die theoretische, die wir noch nicht kennen, für das Superspiel, und die wird in Gold ausgezahlt. Ja, liebe Zuschauer, wir müssen uns in erster Linie natürlich bei Ihnen zu Hause bedanken und bei den Zuschauern hier im Studio immer so tatkräftig unterstützen, auch unsere Kandidaten. Und die wichtigsten wollen wir jetzt begrüßen. Das sind wie immer unsere Kandidaten. Hier sind sie. Zum Arbeiten eigentlich? Doch, doch, mein Junge, ich hab bloß, ich gehe jetzt. Ich gehe zu den Kandidaten. Mach's viel Spaß. Viel Spaß. Ja, viel Spaß, genau. Du denkst jetzt sicher, du kannst nach Hause gehen und dich auf die faule Haut legen, was? Natürlich, schauen wir uns die Sendung von zu Hause an. Nein, du wirst mir helfen. Ich habe heute nämlich so viel umzudrehen, da brauche ich unbedingt männliche Hilfe. Na gut, liebe Maren, dann werde ich dir dabei helfen. Endlich mal, endlich sehen wir ihn mal in voller Größe und Schönheit. Okay, wir tun auch was. Wir gehen zum Sprechen. Wir gehen in unsere kleine Kombüse. Bis gleich. Ja, liebe Zuschauer, 1500, das heißt, es ist alles ein bisschen anders heute. Und deswegen wollen wir mit einem Präsent beginnen für unsere Kandidaten. Einmal, zweimal, dreimal. Ich darf Ihnen auch verraten, was es ist. Es ist unheimlich schwer. Es ist ein Glücksrad als Briefbeschwerer sozusagen von unserer Studiogesellschaft hier, VDTV. Danke. Dankeschön. Und jetzt darf ich unsere Kandidaten ausnahmsweise mal heute bitten, sich selbst vorzustellen. Bitte, Jürgen. Mein Name ist Jürgen Orzelski, ich komme aus Essen, bin 36 Jahre und Sportjournalist. Silvia. Ich bin die Silvia Adamitzki aus Bad Kreuznach, 27 Jahre und Sachbearbeiterin in Frankfurt. Ja, dann kommen wir zu Michael, unserem Studiokandidaten. Ich heiße Michael Nowak, komme aus Berlin, habe eine eigene Versicherungsagentur und in meiner Freizeit fahre ich mit dem Motorboot über den Wannsee. Das hört sich gut an. Dann wollen wir jetzt mal unseren heutigen Werbepartner vorstellen. Hier ist er. Wir freuen uns auf die erste Runde. Es geht los mit der roten Gewinnpalette. 1000 DM der Höchstbetrag. Und als erstes suchen wir einen Titel. Jürgen, Sie dürfen beginnen. Film, Musik oder Buchtitel können das sein. Und Sie starten mit 400. Ich nehme ein N. Ein N wie Nordpol. Oh lala, nicht im Rätsel. Silvia.
Erste Runde Glücksrad ist an 1. Und die Silvia spielt um 300. R wie Richard. R wie Richard. 600 D-Mark sind gut geschrieben und ich darf die Silvia bitten, ein bisschen kräftiger zu drehen. S wie Siegfried. Ein S wie Siegfried, ja. 1200 D-Mark auf dem Konto. 150. Ich nehme ein T wie Theodor. Ein T wie Theodor. Ja. Ich brauche ein E. Ein E wie Emil. Ja, ready? 1650 D-Mark bleiben. Mit 1000 machen wir weiter. Nehmen ein L wie Ludwig. Ein L wie Ludwig. Und weiter geht es in der ersten Runde mit 200. G wie Gustav. Ein G wie Gustav. Ja, ein Titel wird von uns gesucht in der ersten Runde. 900. H wie Heinrich. H wie Heinrich. 400. C wie Cäsar. Ein C wie Cäsar. Ja. 700. N wie Nordpol. Okay, unser Studiokandidat für 150. Ein Z. Ein Z wie Zeppelin. Ja, den Musik- oder Buchtitel suchen wir. Für 250. Ein D. D wie Dora. Ja, zur 1500. Sendung, Michael. 400 Mark haben Sie. Ich hoffe, es kommen mindestens 400. Ein P. Okay, wie Paula. Und Michael spielt volles Risiko, liebe Zuschauer zu Hause. Für 150. Ein J. J wie Jerusalem. Jetzt geht die Party richtig los. Das ist ein Titel von Severin, den wir gesucht haben in der ersten Runde. Vielen Dank, ihr beiden. Bevor der Michael seine Preise aussuchen wird, will ich die beiden neben mir mal fragen, wie wäre es mit einem Ständchen? Können Sie Karaoke singen? Auch habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. Da können Sie sich 300 Marker zuverdienen vielleicht, wenn Sie es schaffen und, die und das Publikum hier zufrieden ist. Kann ich Musik bitte abfahren lassen? Versuchen Sie es. Geht denn der Text? Achso. Die richtig groß. Das ist kein Text. Das ist kein Text. Einfach la la la. La 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 la. Wer am Becken fängt, wer ist an? Ich war recht auf Trauerkurs, als die Fete hier begann. Jetzt geht die Party richtig los, jetzt sind wir alle da. Mit dir wird hier die Stimmung groß. Ja, das war der Text ein bisschen weit weg. Aber ich würde sagen, liebe Zuschauer zu Hause, das fanden Sie spitze. Und deswegen gibt es für Sie jetzt für jeden nochmal 300 Mark. Aber los geht's mit dem Michael. Für 950 D-Mark, hier sind Ihre Preise. Michael, was nehmen Sie? Ich nehme den Kassettenspieler, das Etui, den Sekt, den Fahrradhelm, den Leonardo-Gutschein, die Spiele und den Fernseher. Wunderbar, Silvia. Ich nehme den Kopfhörer. Damit die Küchenmaschine und den Schirm. Bestens. Dann müssen wir erstmal hier alles sortieren, sonst kommen wir durcheinander, glaube ich. Fangen wir erstmal an mit dem Michael, nicht? Ja, Michael, hier kommen Ihre Preise, bitteschön. Der Kendo SW96 Kassettenspieler, Testsieger 191 von Expert für 50 Mark. Das Schlüsseltier aus Lamm Annelien ist aus der Schule Milano Winzer-Serie der Gebrüder Heberer, wert 50 Mark. Das Set der traditionsreichen Sektkellerei Rotkäppchen mit 3 Flaschen Rotkäppchen trocken, 6 Gläser und einem Kühler zum Anstoßen für 65 Mark. Der sichere und sportliche Fahrradschutzhelm Aero von Fasi mit seinen rund 200 leichten Gramm hat einen Wert von 80 Mark. Ein Gutschein für perfektes Design und Qualität in der Verarbeitung aus dem Hause Leonardo im Wert von 100 Mark. Parker für Sie dieses Spieleset mit Monopoly, Cluedo, Monopoly und dem Galerie der Diebe im Wert von 100 Mark. Genau, und von Eltern der Qualitätsmarke für Preisbewusste diesen 2015 Farbfernseher mit Kabeltuner für ganze 495 Mark. Das waren die Preise für den Michael. Und wir wechseln jetzt einfach in die Palette und kommen jetzt zu Silvia. Hier kommt Ihr Preis, Silvia. Den HD 540 Reverend 2 von Sennheiser. Perfekter Tragekomfort bei detailscharfer Klangbilderzeugung. Der Wert 240 Mark. Genau, herzlichen Glückwunsch auch erstmal für Sie, Silvia. Und wir haben jetzt zu den Preisen von Jürgen. Das geht natürlich weiter hier mit dem Glücksrad Regenschirm. Schauen Sie mal, damit es von oben immer trocken bleibt. Von Sat 1 zu beziehen ist er beim Sat 1 Shop. Postfach 5555 in 47 900 Kempten oder unter 01 38 38 sein wird 30 Mark. Sie ist kräftig und vielseitig und einfach. Ihre neue Rotary Elektronik Küchenmaschine von Krups. Der wird 230 Mark. Allen drei herzlichen Glückwunsch. Glückwunsch. Ja, vielen Dank, ihr beiden. Habt ihr toll gemacht. Wir schließen uns an. Michael hat die erste Runde gewonnen, aber bei euch beiden muss es noch ein bisschen besser werden mit dem Singen. Hä? Mhm. Nach der zweiten Runde schauen wir mal. Bis gleich. Sind wir schon wieder mit der 1500. Zweite Runde Glücksrad. Es geht um die gelbe Gewinnpalette. Einen Sonderpreis haben wir natürlich auch aufliegen. Sven und Holger, bitte meldet euch. Und
diesmal bin ich dran. In der 1500. Sendung hat Maren unseren Sonderpreis noch am Finger. Aber jetzt nicht mehr. Das ist er. Ein runder Gewinn. Der Rondo. In diesem außergewöhnlichen Memoiring sind wertvolle Brillanten besonders aufwendig gefasst, damit keine Ecken und Kanten zu spüren sind. Rund und sanft und unvergleichlich. Der Rondo, die Streichlein hat, die sie in den individuellsten Formen kennenlernen können. Der Wert 3300 Mark. Viel Glück am Rad. Auch das zweite Rätsel kommt aus dem Bereich Titel. Anfangen darf diesmal die Silvia. Ich habe es vorhin schon ein paar Mal gesagt, Film, Fernsehen, Musik oder Buchtitel können es sein. Und die Silvia fängt an, leider mit einem Bankrott. Wo nichts drauf ist, brauchen wir nichts abzuziehen. Michael. Gleich geht's weiter mit Ihnen. 10 D-Mark noch auf dem Konto aus dem Gewinn der ersten Runde. Und da kommt er, der mit dem ersten Schwung. So ist es recht, Michael, nicht nur, weil wir die 1500. feiern. Der Sonderpreis gehört Ihnen, das freut uns immer für unsere Kandidaten. Sie dürfen weitermachen. Wir brauchen ja einen Betrag, um den Sie spielen. Und Vokale kaufen ist noch nicht, denn Sie haben ja erst 10 D-Mark auf dem Konto. Wie alle wissen, braucht man dazu mindestens 300 D-Mark. Und da kommt ein Bankrott für den Michael, aber die 10 D-Mark werden Sie verschmerzen. Okay. Ne? Nach dem Sonderpreis gewinnen Jürgen. Wir sind in der zweiten Runde. Es wird sicherlich spannend und aufregend. Sie machen weiter mit 300. Ich nehme ein R wie Richard. Ein R wie Richard. Ja, da ist der Frederik zu spät gekommen. Ah, die Mara ist halt doch schnell und geübt. Für 300. Ein S wie Susi. Ein S wie Susi. Hallo Susi, hier spricht dein Föhn. Silvia, der Junge hat ein bisschen Pech mit seinen Buchstaben, die er raten muss, aber kann er noch besser werden. 750 für die Silvia. Ich nehme ein T wie Theodor. Ein T wie Theodor. 750 D-Mark haben wir gut geschrieben. 400. Ich nehme ein L wie Ludwig. Ein L wie Ludwig. Ja. 1150 D-Mark auf dem Konto. 300. N wie Nordpol. N wie Nordpol. Auch diesmal nicht im Rätsel. Ich kann es gar nicht glauben. Michael, unser Studiokandidat. Schaut, wo die hohen Preise aufliegen. Besser gesagt, die hohen Beträge. Für 300. Ein B. Ein B wie Berthold. Ja. Einmal drin. Im Rätsel 300 Mark für den Michael. Ein extra Dreh. Michael und Sie dürfen gleich weitermachen. Einen Titel suchen wir. Film, Musik oder Buchtitel können es sein. Für 400. Nehmen wir ein D wie Dora. Ein D wie Dora. Ja. 1100 D-Mark sind bei Michael auf dem Konto und es geht noch gut. Ein H wie Heinrich? Ein H wie Heinrich. Ja, 1800 D-Mark, der aktuelle Kontostand. Weiter geht's mit 300. Ein C wie Cäsar? Ein C wie Cäsar. Ja, 2400 D-Mark auf dem Konto. Und bleibt stehen, Glücksrad. Da hupft es rüber auf Bankrott. Leider auch in der 1500. Extra Dreh ist da. Michael, gleich einsetzen, dann sind Sie weiter im Spiel. Da wird er ganz, ganz selten mal aufgehoben innerhalb der Runde, was erlaubt wäre. Für 400. Ein G wie Gustav? Ein G wie Gustav. Nicht im Rätsel. Die Chance für den Jürgen jetzt. Er hat in der ersten Runde schon die Lösung gewusst, hat er mir signalisiert, aber da kam er nicht mehr dran. Mal sehen, ob es diesmal klappt. 800. Ein V hätte ich gerne. Ein V wie Viktor. Ja. Jürgen, 1100 D-Mark sind damit gut geschrieben und nicht gleich auf Bankrott. Oh, da erwischt es auch den Jürgen. Es geht rauf und runter. Silvia, eine sehr turbulente zweite Runde. Das darf nicht wahr sein. 250. Ich nehme ein L wie Ludwig. Ein L wie Ludwig. Das ist bereits an der Ratewand. Ja, das kann nur denen passieren, liebe Zuschauer zu Hause, die hier stehen und aufgeregt sind. Verstehen Sie es bitte zu Hause. Versuchen Sie es wenigstens. Ich weiß, es ist schwer. Michael für 250. Ein K wie Kaufmann, nicht im Rätsel. Jürgen, die große Chance, er lacht bereits. Er weiß es, liebe Zuschauer zu Hause. Aber was soll man machen, wenn man auf kritische Felder kommt? 800. Ich nehme ein M wie Martha. Ein M wie Martha. Wunderbar. Zweimal drin, das waren auch die letzten Konsonanten gleichzeitig. Dann würde ich sagen, das heißt wahrscheinlich Verdammt, ich lieb dich. Ganz genau, ein Superhit von Matthias Rhein als Titel in der zweiten Runde. Marit und Frederik, vielen Dank. Das sind für den Jürgen 1600 D-Mark. Jetzt kommt die alles entscheidende Frage. Wer traut sich das zu singen? Michael oder Silvia?
Silvia sagt nein. Michael, traust du dich? Na klar, sagt er. Ab geht die Post, hier ist die Musik. Verdammt, ich lieb dich. Ich lieb dich nicht. Achso, verdammt. Verdammt, ich brauch dich. Ich brauch dich nicht. Verdammt, ich will dich. Ich will dich nicht. Ich will dich nicht verlieren. Ja, wunderbar. Eigentlich sollten Sven und Holger den Chor machen, aber die sind untergegangen bei diesem tollen Publikum hier. Sie waren wieder der Meinung, das war spitze. Und deswegen gibt es für den Michael 500 D-Mark. Und hier sind zunächst mal die Preise für den Jürgen. Jürgen, was nehmen Sie diesmal? Ich habe mir den Champagner ausgesucht, den Föhn, den Staubsauger und einen Fernseher. Wunderbar. Und der Michael? Ich nehme die Kassetten, die Espressomaschine und das Tablett. Prima. Hier auch mal machen, das kleine Körbchen öffnen und dann ein bisschen was von diesem Nassgetränk schlabbern. Aber erstmal zeigen wir den Champagner. Hier kommt er. Eine Flasche Champagner Brut von der Herrin Adorn, importiert durch das Haus Fedel in Starnberg für 45 Mark. Von der Nitronepanne der starken Hansgrund für TV, Video, Hive und Haustechnik, dem Profi-Haartrockner Clairol Big Shot für perfektes Haartrocknen der Welt 80 Mark. Wieso schnell, Mensch? Der Flüsterjet T 738 Gold Magic 1400 von Philips mit Zauberrohr für 350 Mark. Von Grundig ist der elegante portable Fahrfenster Cityline Oslo, sein Wert 1100 Mark. Jetzt kommen wir zu Michael. Zum Sonderpreis kommen noch drei Gesangspreise hinzu. Das 10er-Pack Chrom Deluxe 1090 Kassetten von Pimmerton Berlin hat einen Wert von 40 Mark. Eine Espressomaschine von Schiebe mit ein paar Tassen und Pico Espresso und Wert von 100 Mark. Und mit dem Designerpreis 1992 wurde das 90 Gramm versilberte Tablett Quintessenz aus der Silberschmiede Christoph Witschmann prämiert. Das hat einen Wert von 360 Mark. Beiden herzlichen Glückwunsch. Danke Sven, danke Holger, wir schließen uns an. Und damit keine Verwirrung entsteht bei Ihnen zu Hause, liebe Glücksrad-Freunde, gezählt wird natürlich nur der Rundensieger für die Umsätze. Das ist einmal hier der Jürgen mit 1600 in der zweiten Runde. Er führt also vor dem Michael mit 900. Der Sonderpreis zählt auch nicht mit rein in den Umsatz. Wir sind gleich wieder da. Die alles entscheidende dritte Runde, liebe Glücksrad-Freunde. Es geht um den Tagessieger. Hier ist die grüne Gewinnpalette. 5000 D-Mark der Höchstbetrag. Und auch diesmal, Sie werden sich glauben, suchen wir einen Titel. Ja, und anfangen darf der Michael, unser Studiokandidat. Film, Musik oder Buchtitel können es sein. Also höchste Konzentration mit 750 Mark geht's los. Ein B bitte? Leider nicht im Rätsel. Jürgen, kleine Überraschung. Aber es kommt schon mal vor. Jürgen muss leider aussetzen und damit ist die Silvia gleich im Spiel. In der dritten und entscheidenden Runde um den Tagessieg. Silvia für 800. Ich nehme ein S wie Siegfried. Ein S wie Siegfried. Ja. Viermal das S wie Siegfried. 250. Ich nehme ein H wie Heinrich. H wie Heinrich. Mhm. 3450 D-Mark sind bereits gut geschrieben. 700. Ein C wie Cäsar. C wie Cäsar. Ja. Erhöht den Kontostand auf 4.150 D-Mark. 200. Ein T wie Theodor. Ein T wie Theodor. Und die Silvia dreht sich 250 Mark. Ich nehme ein N wie Nordpol. N wie Nordpol. 5.050 D-Mark bereits auf dem Konto. Das würde natürlich reichen zum Tagessieg, wenn Sie lösen könnten. 500. Ich nehme ein F wie Friedrich. Ein F wie Friedrich. Ja. Titel suchen wir auch in der dritten Runde. Film, Musik oder Buchtitel können es sein. Für 2000. Ein D wie Dora. Ein D wie Dora. Ja, ganz gut für den Publikum. Ist es auf der Welt zu sein? Das ist richtig. Dann kleinen Hänger, der Riesenhit von Roy Black und der kleinen Anita. Einen Buchstaben bitte noch, Frederik. Wir danken dir. Das sind für die Silvia 7.550 D-Mark. Aber wie sieht's denn aus mit den beiden Herren hier? Michael und Jürgen. Ich singe immer. Trauen Sie sich zu singen? Jürgen singt immer. Michael auch? Na klar. Dann im Duett. Auf geht's. Musik ab. Schön ist es auf der Welt zu sein, denn die Sonne scheint für groß und klein. Du kannst atmen, du kannst gehen, dich auf der Welt zu sein, sag die Biene zu dem Schafenstein. Ja, da du und ich, Silvia, wieder die Stimme rein. Schön ist es auf
Und deswegen bekommen Michael und Jürgen 500 D-Mark von uns. Hier sind ihre Preise. Was trägt die Silvia mit 7.550 D-Mark? Bitte sehr. Silvia, Sie sind als Erste dran. Bitte. Also ich nehme das Besteck, den Leonardo-Gutschein, den Rasierer, die Autolautsprecher, den Fernseher, den Party-Service-Gutschein, Lautsprecher, das Fahrrad, die Reise und die Waschmaschine. Na, schöne Preise. Was nimmt der Jürgen? Und ich nehme den Sat.1-Gutschein und die Espressomaschine. Prima. Und der Michael? Ich nehme die Thermoskanne, das Waffeleisen und den Pizzadom. Da schauen wir das alles an. Und wir sagen mal Ladies First und fangen mit Silvias Preisen an. Dieses Edelstahl-Kinderbesteckmodell Spaten ist aus dem Hause Michelin. Es ist spülmaschinenfest und hat einen Wert von 35 Mark. Ein Gutschein aus dem Hause Leonardo für gehobenes Tischambiente im Wert von 50 Mark. Hier zeigt sich eine Weltneuheit von Grundlichter Rulltronic Pro mit seinem Two-Way-Cut-Rasiertechnik hat einen Wert von 380 Mark. Ihre Autofahrt wird zum wahren Klangerlebnis mit den Teufel Automodulen M160 und 250 SAP für 490 Mark. Das ist der portable Farbfernseher A110 von Telefunken. Er hat einen Wert von 500 Mark. Der Party-Service-Gutschein von Karstadt, feinste Speisen, edelste Getränke für Sie und Ihre Gäste im Wert von 600 Mark. Die neue Lautsprecherlinie LX vom amerikanischen Spezialisten JBL, aktuellste Technik im Formschirmdesign, der Wert 1000 Mark. Schremper von Kalkhoff, ein topmodernes sportliches Rad für alle Strecken im Wert von 1330 Mark. Freizeit und Reise und Kleves Reisemagazin bietet Ihnen eine Reise für 5 Personen ins Luxushotel nach Österreich und in die Toskana für bis zu 5 Tagen, Wert von 1550 Mark. Und die Eumenia Spanova spart an Wasser, Strom und Waschmittel, 4 Kilogramm Trockenwäsche passen die Waschtrommel, ihr Wert 1600 Mark, das waren die Preise für die Silvia. Und wir kommen zu den Preisen vom Jürgen, hier sind die beiden, bitteschön. Der Gutschein für alle tollen Artikel aus dem Original sind ein Shop, vom Solarrechner bis zum Masterball im Wert von 100 Mark. Den perfekten Espresso mit echter Creme, der Krups Espresso Nova, eine Espressomaschine, wert von 360 Mark. Das waren die Preise für den Jürgen. Und jetzt fehlt noch die von Michael, der hat sich drei ausgesucht und fangen wir gleich an mit dem ersten. Diese elegante Thermokanne ist von El Diro, sie hält heißes länger heiß und kaltes länger kalt, der wert 70 Mark. Für den Waffelautomat VAM 5230 Elektronik haben Sie jetzt immer frische, heiße und knusprige Waffeln von Grossack, der wird 105 Mark. Der Metaco Pizza Dom, die perfekte Variante des alten Steinofens für zu Hause bei 380 Grad gibt es perfekte Pizzen, der wert 300 Mark. Und allen drei herzlichen Glückwunsch. Danke, ihr beiden, wir schließen uns an und Tagessiegerin ist die Silvia geworden. Ganz clever gemacht in der dritten Runde, Silvia. Sie werden in der Bonusrunde um den Hauptpreis spielen. Vorher aber wollen wir mal sehen, was übrig geblieben ist für das super Spiel. Ein paar Bankrotts waren ja dabei. Es blieben beim Jürgen beispielsweise 1.600 D-Mark, bei der Silvia 13.950 D-Mark, beim Michael 950 D-Mark, macht zusammen die schöne Summe von 16.500 D-Mark. Von mir noch ein kleiner Hinweis für Sie, liebe Zuschauer zu Hause. Sie sollen auch sehen, was die drei geschenkt bekommen haben von der Studiogesellschaft VTTV. Das Glücksrad als Briefbeschwerer in Bronze. Bis gleich. Schon dein Urgroßvater. Superspielzeitin hier in unserem Glücksrad. Heute geht es um 16.500 Mark in der 1.500. Sendung. Und das heutige Superspiel präsentiert Ihnen Dulux feste Farbe, das Original. Dulux feste Farbe ist ideal für eine schnelle und saubere Renovierung. Dulux feste Farbe spritzt nicht und tropft nicht. Sie können gleich losstreichen ohne lästiges Abkleben und Abdecken. Dulux feste Farbe ist geruchsarm dank ihrer lösemittelfreien Rezeptur. Und dank ihrer Deckkraft reicht meist ein einziger Anstrich. Und der ist sogar waschbeständig. Eine Packung reicht für etwa 30 Quadratmeter. Sie haben die Wahl zwischen weiß und vielen sanften Pastelltönen in den Glanzgraden Matt und Seidenglanz. Stiftung Warentest gibt Dulux feste Farbe die Gesamtnote gut. Im Einzelnen Deckkraft sehr gut, Weißgrad sehr gut, Aussehen der Oberfläche sehr gut. Dulux feste Farbe, eben das Original wünscht. Viel Glück im Spiel! Ja, vielen herzlichen Dank, das wünschen wir auch. Und der Frederik macht einfach immer eine gute Figur, ne? Egal was er anpackt, hier sind die Bereiche. Wir suchen waagerecht Ort und Person, senkrecht Natur, Sache und Redewendung. Die ersten Konsonanten bitte vom Jürgen. Ich nehme ein S wie Siegfried und ein L wie Lilo. Mhm. Michael? Ein R und ein N. R wie Richard, N wie Nordpol. Ein Silvia. T wie Theodor, ein E wie Emil. Wunderbar. Ich kann Ihnen verraten, wer das Ganze eingesandt hat am heutigen Samstagabend. Zur 1500. die Edeltraut Tietze aus Langen. Und die wird jetzt zu Hause sitzen und die Daumen drücken. Hoffentlich lösen das die Kandidaten. Maren, wir danken dir. Zeit läuft ab jetzt. Bitte, Jörg. Person Stefan Edberg. Weltklasse Tennisspieler. Richtig. Naturaffe. Nee, ganz stark. Heute. Ja.
Logo, Redewendung Logo. Ja, Logo. Ort. Sache Hand. Band. Zeit läuft für den Michael. Band, Sache Band. Land. Sand, Sand, Sache Sand. Vielleicht den Ort zuerst versuchen. Silvia, noch 30 Sekunden. Paradies. Paradies? Paradies. Zeit rum, ja, wollen wir mal sehen, was die Mahn uns umdreht. Kanu haben wir gesucht und das Parkhaus. Da viele Menschen gar nicht gerne hinfahren. Maren, wir danken dir. Der einzige Trost, der mir bleibt, liebe Kandidaten, ist, dass ich Ihnen keinen Trostpreis verteilen muss, denn Sie haben heute alle bereits gewonnen. Ich bedanke mich ganz herzlich beim Jürgen und bei Michael. Wir sehen uns gleich wieder im Finale in der Bundesrunde. Vorher will die Silvia diesen Hauptpreis hier gewinnen. Schauen Sie mal. Vielleicht eine kleine Überraschung. Vielleicht lassen wir Frederik und Maren noch singen. Karaoke, bis gleich. Hallo. 1500. Mal geht es jetzt in die Bonusrunde und heute mit unserer Tagessiegerin Silvia. Ja, vielen herzlichen Dank. Danke, liebe Zuschauer hier im Studio. Super Stimmung. Silvia, es geht um diesen Wagen hier und den wollen wir noch mal vorstellen. Bitte, ihr beiden. Wir präsentieren hier und heute den sportlichen Beitrag aus dem europäischen Technologieunternehmen in Sachen Automobilbau, den Seat Toledo GT 2.0 Injection. Er ist ein Auto mit südländischem Temperament und eigener persönlicher Note, vom richtungsweisenden Design Giugiaros bis zur perfekten Technik der Fertigung und den technologischen Beiträgen aller führenden europäischen Automobilspezialisten. Der Seat Toledo GT 2.0i ist die Einlösung eines umfassenden Konzeptes von zukunftsweisender Planung und bietet nicht nur Fahrvergnügen auf höchstem Niveau, sondern ist in der Lage, auch morgen noch den Bedürfnissen der Autofahrer mehr als gerecht zu werden. Der Seat Toledo GT 2.0i mit seinem sportlichen 2-Liter-Motor, Schiebedach, ABS und Leichtmetallfelgen und nicht zuletzt mit der sportlichen Innenausstattung, so wie er hier steht. Im Gesamtwert von 33.430 Mark. Silvia, viel Glück! Ja, Holger, vielen Dank. Das wäre ganz toll, denn der letzte ist abhanden gekommen, irgendwie vor ein paar Wochen. Wir suchen natürlich wieder einen Titel. Ganz klar. Und wir brauchen 5 Konsonanten, einen Vokal als Vorgabe. Ich nehme das R wie Richard, das N wie Nordpol, das S wie Siegfried, das T wie Theodor, das L wie Ludwig und das E wie Emil. Gut, jetzt schauen wir mal, was die beiden zu arbeiten kriegen da. Aha. Ja, ja, Frederik. Noch zweimal. Ja, ist gar nicht so einfach. Noch einmal, Freddy, bitte nicht einschlafen zum Schluss. Und jetzt geht's los. Konzentration, Silvia. 15 Sekunden Zeit. Blattschutz haben wir gesucht. Kreuzberger Nächte. Soll ich singen? Silvia, du kannst diesmal nicht singen, um das Auto zu bekommen. Das überlassen wir doch bitte Frederik und Maren, oder? Los, ab mit euch beiden. Da hilft uns aber wieder. Vielen Dank. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Kreuzberger Nächte sind lang. Erst fangen sie ganz langsam an. Erst fangen sie ganz langsam an, aber dann, aber